Mit Otto Eblen, dem Präsidenten der HSG, stehen wir jetzt vor der Schänzlehalle. Herr Eblen, jetzt nach dem vorzeitigen Aufstieg unter der Woche gefeiert, wie fühlt sich das an? Was ging Ihnen da durch den Kopf? Ja, zumindest mal eine große Erleichterung, dass der Druck, der sich da natürlich jetzt in der ganzen Organisation, nicht nur in der Mannschaft aufgebaut hat, weil man musste ja schon viel für die zweite Liga planen, viel investieren. Wenn das natürlich in die Hose gegangen wäre, hätte es natürlich zusätzliche Probleme gegeben. Und so gibt es natürlich einen zusätzlichen Aufschub. Und ja, so ist es im Leben. Es liegt halt Sieg und Niederlage manchmal eng beieinander. Ja, auch besonders schön, das mit dem Sohn, mit dem Dani als Cheftrainer erreicht zu haben. Wir sehen hier, der Nachwuchs ist auch schon mit dabei. Ja, natürlich. Handball war bei uns immer Familiensache. Da steht Kind und Kegel sprichwörtlich dahinter. Und das Ziel von Anfang an, warum wir da eingestiegen sind, war immer, unsere Kinder sollen in Konstanz so hochklassig spielen können, dass sie nicht einen anderen Verein oder eine andere Stadt suchen müssen. Das war eigentlich die Herausforderung und ist natürlich auch glücklich, wenn man sagen kann, man hat es erreicht. Jetzt am Samstag noch mal ein ganz großes Saisonhighlight. Der Vorverkauf läuft richtig gut. Wir erwarten eine volle Halle. Was ist denn eigentlich alles geboten für die Zuschauer am Samstag? Ja, natürlich freuen sich alle auf die Mannschaft. Die Mannschaft freut sich auf ihre Fans, die ja auch einen wesentlichen Anteil am Aufstieg haben, die ganze Sache mitgetragen haben. Die Mannschaft wird offiziell vom Verband geehrt. Wir haben leider einen Abgang, den wir natürlich sehr bedauern, vom Kai und wünschen ihm da schon alles Glückliche, weil er ja so den ganzen Aufbau miterlebt hat, seit der C-Jugend bis in die zweite Liga. Das ist eigentlich ein tolles Beispiel für die Arbeit bei der HSG. Und natürlich ist Freibier für viele Leute auch wichtig. Aber ich glaube, das Gemeinsame, und das spürt man, dass man sagt, Konstanz hat auch jetzt was erreicht. Und das erfüllt uns auch mit Stolz, dass wir da sagen können, wir haben da was dazu beigetragen. Ja, eben die zweite Bundesliga ist erreicht. Aber was heißt das für Konstanz mit unserer Randlage? Was für Herausforderungen kommt auf die HSG in der zweiten Liga zu? Ja, das ist sicher noch eine ganz große Nummer und ich glaube, dass die meisten noch nicht erfasst haben, was es bedeuten wird. Und ich hoffe nicht, dass viele während der Saison dann verfluchen, dass wir aufgestiegen sind, weil es halt nicht mehr so viele Siege gibt, sondern im Prinzip nur noch Arbeit. Aber ich glaube, nur so kann man sich entwickeln, wenn man herausgefordert wird. Und das ist ja eigentlich auch unser Motto, wo wir die letzten Jahre verfolgt haben. Und warum sollen wir nicht zweite Liga bestehen? Wir haben von der Oberliga in die Regionalliga, in die dritte Liga sicher 5, 6 Qualifikationsjahre gehabt, die ganz mühsam waren, als 6, 7, 8, 9 Mannschaften abgestiegen sind, haben wir alles durchgestanden und jetzt geht es darum, eben im ersten Jahr ganz klar in der zweiten Liga zu bleiben. Jetzt heißt es ja sowieso erstmal genießen, den Erfolg genießen. Was bleibt Ihnen denn besonders in Erinnerung? Ihre Saisonhighlights vielleicht? Ja, sicher gehört dazu, als war das Ziel bekannt gegeben haben vor dem Spiel, als wir auswärts in Pforzheim antreten mussten, die verdutzten Gesichter der Spieler. Es war also wie Weihnachten unterm Christbaum und sie haben das auch dann sofort angenommen und umgesetzt und danach hatten wir einen richtigen Höheflug und da sieht man mal, was einfach mentale Verfassung ausmacht. Das ist halt wirklich das A und so. Gut, ja, dann wünschen wir jetzt erstmal eine schöne Meisterfeier und dann viel Erfolg in der zweiten Bundesliga. Dankeschön.